kann. Dieser Dach soll unter der Aussage stehen, ein Volk, das seine Vergangenheit nicht ehrt, hat auch keine Zukunft. Diejenigen, welche eine weite Antwort hatten, begrüße ich ganz besonders. Die Seniorenkapelle aus Arnstedt begrüße ich auch recht herzlich. Und die Reporter von den Zeitungen auch. Als es mir im Nachwinter einfiel, einen Burgdorftag zu veranstalten, bin ich zu der mir befreundeten Familie Heinrich Burgdorff nach Polnische gefahren, um ihnen meinen Plan vorzutragen. Sie waren sofort damit einverstanden. Wir haben dann beschlossen, alle Burgdorffs und geborene Burgdorffs mit ihren Kindern dazu einzuladen. Die Schreiberei dazu machte ihre Tochter Ulrike mit Hilfe des Büros in Längede, wo sie beschäftigt ist. Wenn alle gekommen wären, die wir angeschrieben haben, hätten wir heute hier ein volles Haus mit an die 500 Personen. Weil nun aber allenthalben so viel los ist, sind wir nur oder doch noch 150 Teilnehmer geworden. Wir haben uns den größten Saal hier in der Gegend ausgesucht. Als uns dann Herr Holey ein entgegenkommendes Angebot machte und einen Sonnabend anbot, an dem dieses Café für gewöhnlich geschlossen ist, haben wir angenommen. Vielen Dank dafür, Herr Holey. Der Kaffee so. Die anderen 3 Mark brauchen wir für Porto, Musik und Trachttanzgruppe. Unser Programm sieht wie folgt aus. Erstens Marsch hoch Heiligsburg. Dann kommt dann meine Begrüßung, wo ich schon bei bin. Und dann Kaffeetafel. Musik zur Kaffeetafel ungefähr wie folgt. Im deutschen Griechenlande, im Orinsheim. Sonntagsspaziergang an der Fuße. Jetzt kommen die schönen Tage. Ein Heller und ein Bassen. Heute wollen wir marschieren. Bodenfutt, Böhmerwald, rauschende Birken. Bummel Petrus, wohl angezeigt. Horch, was kommt von draußen rein. Weil es durch Händler des Tales. Nachher singen wir das gemeinsame Lied, was alles vorher liegt. Meine Heimat lieb. Ich kann mir welchen Heimat leben. Um 17 Uhr Trachtentanzgruppe. Gemeinsames Lied. Gruß ans feine Land von Dr. Denke, was ich verteilt habe. Und dann das Feierabendlied. Dieses Burgdorftreffen soll dazu beitragen, sich kennenzulernen, sich auf dieser mangelhaften Welt nach Kräften zu unterstützen und Freundschaften zu schließen. Unserer Vorfahren brauchen wir uns nicht zu schämen. Nach der Abendtafel stammen wir alle ab von adeligen Ministerialen aus der Zeit Kaiser Ottos des Dritten. Wer sich die Mühe macht, wird schon herausfinden, von wem er abstammen könnte. In den Archiven von Hildesheim, Hannover und Wolfenbüttel kann man manches finden, vor allem, wer etwas Latein kann. Nun will ich euch aber nicht mehr aufhalten mit meiner Schnatterei. Die von weit her gekommen sind, möchten jetzt an den Kaffee und sich unterhalten. Wer hier auch zum Wort kommen möchte, kann das gern tun. Auf die verteilten Zettel möge jeder seinen Vornamen schreiben und mit den Namen sichtbar befestigen. Ich wünsche nun allen Anwesenden ein paar fröhliche, angenehme, unterhaltsame Stunden. Aber ich bin auch da reingelaufen. Ja, ein Lichter ist schon.
alle schon im vorgeschrittenen Alter. Thank you.
Thank you.